Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Mega Man X2 bei der Central Computer Stage. Und mal schauen, was hier auf uns erwartet. Was hier auf uns erwartet, genau. Naja, egal. Ihr kennt mich. Ready! Okay. Gut, die haben ein Schutzschild, was man kaputt machen kann. Das ist gut. Hey. Oh mein Gott. Ich glaube, ich teste mal was. Oh, okay. Da kommen Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso gehst du nicht kaputt, Junge? Okay. Was zum? Oh mein Gott. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Geh kaputt. Einfach nur kaputt gehen, Leute. Was ist das? Oh, okay. Ja, schön. Das ist natürlich gut. Sie dürfen nicht auf einen fallen. Das muss einem auch mal gesagt werden. Ha? Magna Centipede. Na gut, aber so schaut das Level eigentlich ganz okay aus. Die sind zwar ein bisschen nervig, weil du die nicht sofort töten kannst. Oder so halt. Hier kann man außer ausweichen, okay. Nein, 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 ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ah. Einfach kaputt gehen. Mega kaputt machen. Boah, ich bin in letzter Zeit voll auf dem Megatrip. Okay. What the fuck? Okay, den kann man kaputt machen, den obersten. Das ist ja schön. Ha! Oh Gott! Aber man kann da Leben holen. Hey, ist schön. Wow! Boah, übertreib nicht, Junge. Ja, und jetzt? What the fuck, was ist das? What the fuck? Zelda? Oh Gott, das ist ein Gegner. Die ersten Versuche, Polygone zu zeichnen. Na komm hoch. Oh Gott, ey, das ist echt übel. Besonders, du kannst das Ding auch nicht treffen. Hallo? Einfach kaputt gehen. Einfach kaputt gehen, Junge. Boah, genau. Ey. Was ist denn das bitte? Das ist voll nervig, das Ding. Kaputt, geh doch einfach kaputt. Magst du nicht einfach kaputt gehen? What the fuck? Das Ding gefällt mir nicht. Doch, jetzt ist es kaputt. Okay. Oh. Und es gibt nicht mal irgendwas Gescheites als Belohnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Einfach schnell weiter. Einfach schnell weiter. Lauf, lauf, lauf! Da. What the fuck? Okay. Ach, das war wieder so eine Zero-Tür. Ich habe jetzt meine Safe-Set gemacht. Was auch immer du bist. Boah, wieso sind hier so viele Zwischengegner?
Wow! Möchtest du bitte kaputt gehen? Wow, ey, möchtest du jetzt einfach nur kaputt gehen? Geh kaputt! Danke. Oh Gott, ich habe noch einen Energietank zur Not. Boah, ey, nein. Scheiße. Okay, gut, das war nicht so schlimm. Okay. Na komm. Wow, okay, gut. Naja, das war jetzt einfach. So, die Energietanks hebe ich mir jetzt für den Boss auf. Ja, den packen wir jetzt schon. Erstmal schauen, was er kann. Ja. Oh, er macht sich unsichtbar und teleportiert sich. What? Wow, und er kann mich zu sich ziehen. Ja, ist er nett. Oh, hör auf! Wow, was macht der? Was macht der? Okay, nice. Haha. Man kann ihm aber gut ausweichen. Ich probiere es mal weiter mit dem X-Buster. Er hat sicherlich eine Schwäche. Aber ich muss sagen, sie ist, ist relativ einfach bis jetzt. Nein. Geh, au ab, Junge. Ich kann mich nicht mehr aufladen. Oh Gott, der hat mich vergiftet oder sowas auch immer, der macht. Hallo? Kannst du mal bitte aufhören? Das macht mir zwar keinen Schaden, aber... Oida, ey, das ist doof. Ich kann jetzt... Ich bin voll langsam geworden. Kann nicht mehr oft schießen. Seht ihr das? Ey, ich kann gerade nichts machen. What the fuck? Ey, das ist echt krass. Na, ich probiere es mal mit seiner Schwäche. Den S-Burner. Was mir auffällt, ich kann auch meine Schüsse wieder nicht aufladen. Also die Spezialschüsse. Nein, das ist natürlich nicht gut. Schauen wir mal das Wheel an. Nein, ich glaube nicht. Bubble? Ah! War das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube nicht. Oh, schön. Hab mich gut angestellt. Okay, Bubble war es nicht. Crystal vielleicht? Mal ein Boss, bei dem es gut wäre. Hallo? Das Ding trifft einfach nicht. Und komm mal wieder runter, Junge. Boah, ey, das Ding ist so doof, finde ich. Was hätten wir denn noch? Den hier vielleicht. Nein, ich habe mich schon wieder getroffen. Ja, ich glaube, das ist effektiv. Ja, er hat seinen Schwanz verloren. Oh, wie geil. Okay. Und jetzt schmeißt er nur noch mit seinen Shurikens. Und er macht mich tot. Aber ich habe herausgefunden, was seine Schwäche ist. Und ich bin dumm, weil ich einen Energietank gehabt noch.
Oh, egal. So, boah, die Crystals sind irgendwie total dumm für den Eimer. Und, oh ja, herrlich. Zack, erstmal deinen Schwanz verschwinden lassen. Na komm. Aber es macht ihn trotzdem nicht einfacher, muss ich sagen. Weil es versteckt sich da oben die ganze Zeit. Und er wirft halt nur noch mit seinen scheiß Crystals. Das macht's alles irgendwie... Es macht's halt irgendwie überhaupt nicht einfacher. Boah, Mann, und ich stelle mich halt einfach dumm an. Er saugt sich jetzt nicht mehr zu mir her, aber... Boah. Nochmal Trash. So. Fuck off. Habe ich natürlich wieder gut angemacht. Ja, und er wirft halt nur noch damit. Hallo, danke. Hallo? Fick dich, Junge. Ich kann noch einmal getroffen werden. Ach komm. Ha, aber so kann ich dich machen. Bam. Bam. Och. Nein. Ich bin kaputt, ich habe keine Schuss mehr. Machen wir das S-Wheel. Oh Gott, ich muss mich heilen. Okay. Ich brauche irgendwas Besseres. Ich nehme einfach meinen X-Buster. So. Komm, nochmal. Haha, mit dem Ex-Buster kann ich's. Haha, schon wieder. Oh, okay. Das war auch mein ganzes Können. Nein, aber so geht's echt leicht. Bam. Okay, gut. Mit einem Energietank und meinem vollkommenen Müllschuss, den ich habe. Habe ich ihn dann doch ins Jenseits befördert? Bam! Okay. Du bekommst... Magnetmine. Okay, sehr schön. Cutscene. Tut mir leid, X. Einer der Jäger hat die Basis angegriffen und alle Zero-Teile mitgenommen. Hallo? Sie wollen Zero in ihrer Basis rekonstruieren. Ich habe sie zu dem Ort 00 verfolgt, dem Nordpol. Ich kann sie nicht damit davonkommen lassen. Super, jetzt habe ich mir zwei Zero-Teile geholt und habe jetzt wieder keine. Ich muss ihn retten. Also hat mir das jetzt eigentlich gar nichts gebracht. Kann es sein? What the fuck? Ich check's irgendwie nicht. Na gut, okay. Die Übersetzung hier ist auch irgendwie ganz seltsam. Deswegen beende ich die Folge für heute und nächste Folge machen wir dann ein kleines Upgrade, ein kleines Upgrade-Special mit den alten Folgen, also mit den alten Levels hier. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play Mega Man X2. Bis dann, ciao!